Ich habe ein bisschen mehr Licht versprochen und das gibt's in Indien. Da fahren wir hier die Strecke an dem Kraftwerk rückwärts und ja, fahren wir doch einfach um 10 los. Schöne Zeit und trocken. Ja, komm, fahren wir mal trocken. Muss ja nicht immer regnen. Und fahren wir mit was Hübschen hier. Der sieht doch nett aus. Da kann das Licht auch schön durchs Sonnendach hineinkommen. Da passt es, wenn kein Regen dabei ist. Ein Spiker. Noch nie im richtigen Leben von gehört. Aber das ist ja bei den Rennspielen eh irgendwann ab so einer bestimmten Klasse kommen dann da Wagen, wo man sich so denkt, die hätten sich jetzt auch ausdenken können. Noch nie mitbekommen, dass es das gibt. Aber warum nicht? Sieht auch aus wie ein halbes Raumschiff. Was ich hier schön finde, ist dieser schräge Anschnitt hier hinten. Das hat ein bisschen was von so 70er Jahre Science Fiction. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, es hat irgendwie, muss ich an 70er Jahre Science Fiction denken. Generell auch mit diesem kleinen, wo das könnte sogar noch früher sein, mit diesem Hahnenkamm in der Mitte. Ist gar nicht so hell, ist ganz schön bedeckt hier. Schauen wir uns doch mal an, wie das von innen aussieht. Das ganze Ding. Oh, das ist ja fett. Da sieht man jetzt auch schon, man kommt in diese Supersportwagenklassen, wo das auch innen dann so ganz spartanisch ist. Also sehr, sehr zurückhaltend die Sachen, aber dann trotzdem natürlich irgendwie sehr stylisch. Das ist schon heavy. Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Kann man nach oben gucken. Kann man auch ein bisschen rausgucken. Ich darf nicht so viel im Cockpit mich umschauen. Aber man will das ja auch irgendwie mitnehmen. Ach, apropos mitnehmen. Da bin ich immer sehr gespannt drauf. Das Team arbeitet an einer VR-Version von dem Ding. So eine Tech-Demo mehr oder weniger. Soll jetzt kein volles, vollwertiges Spiel oder so werden, sondern sie basteln halt an einer PlayStation VR Tech-Demo mit Drive Club. Und das haben auch schon die ersten gesehen und ausprobiert und fanden es extrem geil. Auch wenn das mit dem Cockpit noch nicht so ganz hinhaut und vor allen Dingen nicht mit Bildschirmanzeigen. Aber das bräuchte man hier ja zum Beispiel ja gar nicht. Also habe ja keine Bildschirmanzeigen. Und da wäre ich mal echt drauf gespannt. PlayStation VR und dann halt das Ding. Muss mal ausprobieren. Bin ja eh gespannt, ob ich bei PlayStation VR genauso wie bei der Oculus nach einer Weile kotzen muss. Ob mir da auch so schlecht wird. Na gut, jetzt warten wir erstmal die finale Version von der Oculus Rift ab. Wie es mit der aussieht, wie schlimm das ist. Ob mir da auch immer so schlecht wird. Daniel wird ja nicht schlecht, aber mir wird halt immer schlecht. Zumindest nach einer Weile. Und ja, dann geht das große Rumtesten los, wenn dieses Jahr diese ganzen VR-Dinger rauskommen. Nämlich ausprobieren, welche von diesen Brillen ist am erträglichsten. Das Dumme ist nur, ich gebe garantiert keine 700 Euro aus, um das mal eben auszuprobieren. Also, sorry Leute, entweder es gibt irgendwie eine Möglichkeit, das ein bisschen zu testen, oder ihr werdet mein Geld nicht sehen. Boah. Naja, immerhin stehen wir wieder richtig. Da sieht man auch wieder schön, wie da hinten der Hügel im Licht steht und wir hier noch im Schatten sind. Doch die im Schatten sieht man nicht. Ich glaube, die Textzeile ging anders. Habe ich da einen Kratzer auf der Scheibe? Also vorne. Ach nee, das ist die Reflexion von dem... Das ist die Reflexion, also vorne links, ist die Reflexion von diesem kleinen Lüfter, glaube ich zumindest. Das ist ein Kratzer. Moment. Jetzt will ich es wissen. Ah, nee, ist doch ein Kratzer. Eingesprungen hier alles. Verdammt. Schönes Auto. Also wenn ich mal so ein Auto hätte, ich würde, glaube ich, keine Rennen mit denen fahren. So viel stellt man fest. Na gut, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal.